alle Jahre wieder kommt die große Plastikflut. Die Mülltonnen und Container quellen wieder über. Was sagt uns das? Richtig, das feste Liebe ist dann wieder vorbei. Und damit auch die Umwelt etwas von dieser Liebe profitieren kann, gebe ich heute euch 6 Tipps, um ökologisch Weihnachten zu feiern. Lametta und beschichtete Christbaumkugeln sind zu Weihnachten in vielen Haushalten ein Muss. Doch wissen sehr viele Leute nicht, dass in diesem Weihnachtsschmuck teilweise noch das giftige Blei steckt. Somit haben diese Verschönerungen zu ökologischen Weihnachten nichts zu suchen. Auch Schnee- und Glitzersprays haben dabei nichts verloren. Denn dann kann der Christbaum nicht mehr kompostiert werden. Die viel bessere Alternativen sind Nüsse, Holz, Plätzchen, Stoffbänder, Obst und Figuren aus Papier, Holz, Stroh oder Wachs an Weihnachtsbaum. Und wenn du doch noch einen alten Schmuck hast, kannst du ihn wiederverwenden oder in der Nachbarschaft fragen, wer so etwas gebrauchen könnte, bevor man es wegwirft. Erst neulich habe ich wieder eine Werbung von Amazon gesehen. In dieser wurde für den Kauf von Weihnachtsbäumen bei dem Unternehmen geworben. Davon rate ich aber dringend ab, denn diese Bäume haben oft nicht die ökologischen Standards, die sie eigentlich haben müssten. Worauf ihr beim Kauf von Christbäumen achten müsst, erfahrt ihr in dem von mir verlinkten Video. Es braucht kein Amazon, um zu Weihnachten ein Lächeln zu verschenken. Schöne bunte Geschenke unterm Tannenbaum, am besten noch mit Alu beschichtetem Geschenkpapier verpackt? Nein, das hat natürlich bei ökologischen Weihnachten nichts verloren. Viel besser sind da schon Papier mit FSC-Siegel oder dem blauen Engel. Auch Zeitungspapier eignet sich sehr gut zum Verpacken. Wer seine Geschenke noch bunter haben möchte, kann diese auch mit natürlichen Produkten wie Tannenzweigen bekleben. Aber Geschenke können auch gut mit Geschenken verpackt werden. Beispielsweise kann ein Buch mit einem Geschirrhandtuch oder einem Schal verbunden werden. Das Festessen mit der Familie gehört an Weihnachten einfach dazu. Aber welcher Braten oder Fisch ist an Heiligabend das Richtige? Im ökologischen Sinne natürlich. Am besten ist das Fleisch von Tieren aus einer biologischen Haltung. Denn damit garantierst du, dass die Tiere auch etwas von der Liebe des Fest der Liebe abbekommen. Denn diese leben im Schnitt mehr als doppelt so lang wie ihre Artgenossen aus konventioneller Mast. Des Weiteren werden bei der ökologischen Tierhaltung kein mit Gentechnik verändertes Soja verwendet. Dies wiederum verhindert, dass weitere Waldflächen in Südamerika gerodet werden. Wer auch auf den Fisch beim weihnachtlichen Festmahl nicht verzichten möchte, dem lege ich ans Herz, beim Kauf von Fischprodukten auf Bio- und Umweltsiegel zu achten. Die Umweltorganisation WWF rät außerdem vom Verzehr von sogenannten Edelfischen ab, denn bei Schwertfisch, roter Snapper und Co. wird oft Beifang wie Delfine und Meeresschildkröten gefangen. Beim Weihnachtsessen sollte zudem darauf geachtet werden, dass nicht zu viel gekauft wird, was dann wieder in der Mülltonne landet. Das Festmahl ist also ein wichtiger Ökofaktor zum Thema ökologischen Weihnachten. In der Weihnachtsbäckerei sind nachhaltige Zutaten auf jeden Fall ein Muss bei ökologischen Weihnachten. Das Bio-Label ist da ein wichtiger, entscheidender Faktor. Auch regionale Produkte sind zu empfehlen. Denn durch die geringeren Transportwege wird CO2 eingespart. Beim Kauf der Eier ist das Bio-Label oder auch die Ziffer 0 ausschlaggebend. Diese Eier stehen für eine ökologische Erzeugnis und müssen EU-weit ganz besondere Anforderungen erfüllen. Die Tiere werden mit Futter gefüttert, das überwiegend aus ökologischem Anbau stammt. Die Hennen haben neben Auslauf auch Tageslicht in den Ställen und Hähne in ihren Gruppen. Lebkuchen und Spekulatius sind die typischsten weihnachtlichen Leckereien und doch kenne ich kaum Leute, die diese selbst herstellen. Die Supermärkte verdienen sich an diesen Lebensmitteln regelrecht eine goldene Nase, zumal man diese meist schon im August kaufen kann. Doch wer
viel Wert auf ökologische Weihnachten legt, dem ist auf jeden Fall ein Blick auf die Zutatenliste zu empfehlen. Den Lebkuchen Spekulatius Christstollen & Co. ist oft das ökologisch kritische Palmöl oder Palmfett enthalten. Dies wird aus der Ölpalme gemacht und diese werden nun mal oft in Monokulturen angebaut. Diese wiederum bedrohen die ökologische Vielfalt und unterstützen durch Umweltzerstörung den Klimawandel. Also ein Teufelskreis, der bei ökologischen Weihnachten nichts zu suchen hat. Lichterketten am Tannenbaum, in den Fenstern, auf dem Dach sind vor allem in Amerika oft übertrieben. Aber auch in Deutschland solltet ihr auf folgende Dinge achten. Erstens, ihr solltet LED-Lichterketten verwenden, denn diese sind stromsparender. Zweitens, solltet ihr Lichterketten nicht 24 Stunden am Stück brennen lassen. Wenn ihr diese nur anschaltet, wenn ihr sie auch wirklich bewundern könnt, spart das einiges an Strom. Und wer die Lichtpracht beispielsweise am Fenster auch anderen Leuten draußen zeigen möchte, kann auch mit einer Zeitschaltuhr arbeiten. Das ist aber auch schon wieder sehr grenzwertig. Drittens, Kerzen verwenden. Dabei aber auch nur Kerzen aus natürlichem Material wie Bienenwachs oder Stearin benutzen. Kommen wir noch einmal auf die Geschenke zurück. Yippie-yay. Bitte schenkt nur das, was der andere sich auch wirklich wünscht. Oder was, woran er noch lange Freude dran haben kann. Denn den kitschigen rosa Weihnachtsmann aus dem Supermarkt behält die Oma wahrscheinlich eh nicht lange. Außer sie steht natürlich drauf. Das war's dann auch schon wieder mit den Tipps zu ökologischen Weihnachten. Ich wünsche euch noch eine schöne und gesegnete Weihnachtszeit und einen schönen und besinnlichen dritten Advent. Hier könnt ihr euch noch ein Video zum Thema Wie grün ist der Tannenbaum anschauen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne noch kostenlos tun. Und damit tschüss und auf Wiedersehen.